Hier, Leben Wrestling. Tritt Steve Austin bei WrestleMania an? Gestern berichteten verschiedene US-Medien, dass WWE dem 57-Jährigen im Dezember oder Januar ein Angebot für ein großes Match unterbreitet habe. Die Sensationsrückkehr soll Ticketverkäufe für die beiden WrestleMania-Nächte ankurbeln. Als Gegner für den Texaner sei Kevin Owens eingeplant. Dieser äußerte sich bei Raw kritisch gegenüber Texas. Möglicherweise handelt es sich hier um einen ersten Aufbau des WrestleMania-Aufeinandertreffens. Owens würde demnach als Texas hassender Heel gegen Publikumsliebling Austin in den Ring steigen. Austin nannte Owens in der Vergangenheit neben Brock Lesnar als einen Traumgegner. Das letzte Match des 57-jährigen Stone Cold liegt 19 Jahre zurück. Allerdings soll Austin in guter Verfassung sein. Er trainiere regelmäßig in einem Wrestling-Ring bei sich zu Hause. Gesundheitlich geht es der Rattlesnake schon länger wieder richtig gut. Bereits 2019 sagte Austin in seinem Podcast, dass er laut Ärzten ein Wrestling-Match bestreiten kann. Ob es wirklich zu einem Kampf kommen wird, ist aktuell noch unklar. Dave Meltzer habe den Eindruck, das Match fände statt, beruhend auf dem, was er von WWE-Mitarbeitern gehört hat. Einige Backstage-Quellen seien sich sicher, dass Austin bei WrestleMania in den Ring steigt. Ob es allerdings ein wirkliches In-Ring-Match oder nur einen kleineren Auftritt inklusive Stunner geben wird, bleibt abzuwarten. Potenzielle WWE-Rückkehr von Cody Rhodes? Am gestrigen Dienstag gab AEW offiziell das Ende der Zusammenarbeit mit Cody und Brandi Rhodes bekannt. Dave Meltzer berichtet von einem Bruch beider Parteien am Montag. 6 Wochen lang hätten sich die Verhandlungen für einen neuen Deal gezogen. Offiziell waren die Verträge von Cody und Brandi bereits zu Jahresende ausgelaufen. Nach der Ankündigung sind jetzt Gerüchte über einen potenziellen Wechsel von Cody zu WWE aufgekommen. Spekulationen besagen, dass Cody ein lukratives Angebot von WWE erhalten hätte. Bereits vor einigen Jahren äußerte sich Cody in einem Interview mit Spotfight im Rahmen des 16-Karat-Gold-Turniers zu einer potenziellen WWE-Rückkehr. Sein Plan war damals, seinen Marktwert außerhalb von WWE zu steigern und dann zurückzukehren, ähnlich wie es Drew McIntyre gelungen sei. Der gut vernetzte Twitter-User @WrestleVotes habe mit einer Quelle gesprochen, die fest davon ausgeht, dass Cody und WWE eine Einigung erzielen werden. Laut diesen Informationen ist eine WWE-Rückkehr von Cody mittlerweile wahrscheinlich.